Herr Müller, die großen Kanzler der bundesdeutschen Geschichte standen immer für ein klar definiertes Projekt, Konrad Adenauer für die NATO-Integration der Bundesrepublik und für eine klare antikommunistische Linie, Willy Brandt später für eine neue Ostpolitik und für eine neue Sozialpolitik. Wofür steht Peer Steinbrück? Ja, ich würde ja gerne sehen, dass er für eine Alternative steht und dass diese Alternative auch erfolgreich ist, weil ich es für dringend notwendig halte, dass wir eine neue Politik bekommen. Aber ich sehe nicht, dass er für eine wirkliche Alternative steht. Ich sehe auch nicht, dass er klar definiert ist. Ich habe in einem Interview mit einem anderen Medium oder in einem Leitartikel gesagt, Steinbrück täuscht und er ist eben sehr zwielichtig. Er hat zum Beispiel die Finanzmärkte dereguliert in seiner Zeit als Finanzminister und auch das entsprechend mit Frau Merkel für die damalige Koalitionsvereinbarung des Jahres 2007 festgelegt und jetzt ist er für die Verschärfung der Regeln. Er hat gegen Beschäftigungsprogramme polemisiert und jetzt ist er aber auch wie die SPD auch für eine aktivere Beschäftigungspolitik. Er hat zum Beispiel, was vergessen ist, die Mehrwertsteuer erhöht. Da hat die SPD damals 2005 mit einem Plakat Reklame gemacht gegen die Merkel-Steuer. Frau Merkel hatte vor, 2% zu erhöhen und rausgekommen sind hinterher 3% und das ist wesentlich auf Herrn Steinbrück zurückzuführen. Er ist ein ganz schlechter Makroökonom, also da habe ich richtig Sorgen, fast noch schlechter als Herr Schäuble. Und er stellt Ideen für die Agenda 2010 und sagt uns, die SPD müsse stolz sein darauf. Also das ist schon ein gewisser Hammer, muss ich sagen. Denn eigentlich müsste die SPD sich davon lösen, weil viele Leute gemerkt haben, dass der Aufbau eines Niedriglohnsektors zum Beispiel, der ja eng mit Hartz IV zusammenhängt, nun wirklich nicht das Gelbe vom Ei war. Nun hat Herr Steinbrück unlängst ein Thesenpapier veröffentlicht, in dem fordert er die, und ich zitiere, politische Bändigung des finanzmarktgetriebenen Kapitalismus. Das klingt ja jetzt, Herr Müller, fast nach einem Flugblatt der DKP. Ist diese Position tatsächlich so progressiv, wie sie daherkommt? Also ich kann mit dem überhaupt nichts anfangen, ob nun auf dem Flugblatt der DKP oder bei Herrn Steinbrück, das ist Jargon, das sind Schlagworte, Redensarten. Ja. Wichtig wäre, dass man mal begreift, was vorgegangen ist. Vorgegangen ist Folgendes, die Finanzmärkte wurden dereguliert. Es wurde in der erwähnten Koalitionsabsprache festgelegt, dass man Verbriefungen fördern will. Das sind also Elemente der Spekulation. Es wurde gesagt, die Finanzmarktaufsicht solle nicht genau hingucken, sie solle maßvoll prüfen. Und das alles hat dazu geführt, dass wirklich die Spekulanten losmarschiert sind und spekuliert haben, gewettet haben. Und dann haben wir sie als Steuerzahler gerettet und da war Herr Steinbrück wieder aktiv. Er hat diese lächerliche IKB in Düsseldorf, Industriekreditbank, im Wesentlichen damals in der Großen Koalition gerettet. 10 Milliarden Euro für ein wirklich lächerliches Institut. Er hat die HAE-Gelder mit zu verantworten. Das sind ja inzwischen schon über 100 Milliarden. Also so glaubhaft ist seine Gegnerschaft jetzt gegen die Finanzwirtschaft und deren Machenschaften nicht. Das ist mein großes Problem. Ich will auch sagen, was gut war bei ihm, also die einzige gute Leistung, die ich bei ihm sehe, ist, dass er mit Frau Merkel zusammen da vor die Kamera getreten ist und hat gesagt, wir garantieren die Sparkonten. Das war wichtig, um damals Panik zu einzudämmen. Also ich sehe deshalb auch nicht undifferenziert auf diese Person, aber das ist wirklich das Einzige, was mir einfällt. Die Kritik wird ja auch vom sogenannten linken Flügel der SPD vertreten, der sich eigentlich ja vehement gegen eine Kandidatur von Peer Steinbrück ausgesprochen hat. Weshalb die Kehrtwende? Wie erklären Sie sich das? Also das ist nicht so schwer zu erklären. Erstens mal hatte die Linke in der SPD keine Alternative, keine personelle Alternative. Und dann ist es ja schwer, Nein zu sagen. Da kommt man sofort in ganz große Schwierigkeiten in einer Partei. Aber viel wichtiger ist, dass der Peer Steinbrück ein Medienprodukt ist und die Kampagne einschließlich der Unterstützung von Helmut Schmidt lief ja so massiv,
auf ihn zu, wie übrigens 4 Jahre vorher für Herrn Steinmeier. Das war auch, ist auch ein Medienprodukt gewesen. Also das ist ja das Phänomen, dass die Bundeskanzlerkandidaten der SPD seit nun zum dritten Mal nicht von, oder vierten Mal nicht von der Partei und den Mitgliedern und den Gliederungen ernannt werden und ausgesucht werden, sondern dass das Produkte der Medien sind, die der SPD das vorschlagen. Das war bei Steinmeier so, das war auch bei Schröder im Jahre 1997 so, das muss man mal ganz klar wahrnehmen. Der hat gegen Lafontaine gewonnen, weil es eine Medienkampagne im Kontext mit dem Landtagswahl in Niedersachsen gab. Also das haben, diesen Fall haben wir wieder, und jetzt stellen Sie vor, Sie seien Vertreter der Linken in der SPD. Jetzt sollen Sie gegen diese Medienkampagne angehen. Schaffen Sie nicht. Das heißt im Endeffekt, die Medien sind zu stark oder die Linke in der SPD ist zu schwach, um gegen dieses Framing und Agenda-Setting anzukommen. Nein, wir haben ja das doch überall. Sie haben das bei den Grünen, die sogenannten Fundis sind kaputt gemacht worden durch eine Medienkampagne. Wir haben das bei der Linkspartei, wo immer wieder auch versucht wird, den einen Flügel Reformflügel zu nennen und die anderen als Kommunisten zu diffamieren, wie das halt geht. Und das muss man mal begreifen, dass die mächtigen Leute, die viel publizistische und finanzielle Macht haben in Deutschland, dass die auch in die innerparteilichen Willensbildungen eingreifen, einschließlich der Personalwillens, also der Willensbildung zum Personal und zur Entscheidungsfindung, und in Sachen, in inhaltlichen Fragen sowieso. Herr Müller, Sie sind Vertreter eines alternativen Mediums der Nachdenkseiten. Welche Rolle spielen denn alternative Medien? Welche Rolle können alternative Medien in dieser Situation spielen für die politische Landschaft? Also wir überschätzen uns nicht. Wir sind ein kleiner Stein des Anstoßes, und das gilt auch für andere Blogs und andere alternative Medien. Wir versuchen, eine Gegenöffentlichkeit aufzubauen, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, dass Bertelsmann und Springer und all die anderen großen Medien zusammen sind halt um vieles mächtiger, und leider haben wir ja inzwischen auch die Entwicklung, dass die öffentlich-rechtlichen Medien, also ARD und ZDF, im Wesentlichen diesen Mainstream mit unterstützen. Und nur noch ganz selten dort kritische Beiträge kommen. Und es ist auch ein ganz wichtiges kritisches Organ, das zumindest früher teilweise funktioniert hat. Der Spiegel nämlich ausgefallen. Spiegel Online ist heute ein Rückgrat des Kampagnenjournalismus. Und das ist, muss man sehen. Wir stehen gegen wirklichen massiven Kampagnenjournalismus, eben pro Steinbrück oder pro niedrige Löhne oder gegen Lohnnebenkosten oder für die Finanzindustrie oder für die Privatvorsorge bei der Altersvorsorge. Das sind solche massiven Kampagnen, dass auch so ein alternatives Medium wie wir sich sehr schwer tut, eine Gegenposition aufzubauen. Zurück zur SPD und zu Herrn Steinbrück. Wenn wir nun über das Jahr 2013 hinausblicken, welche bundespolitische Perspektive eröffnet denn die Nominierung von Herrn Steinbrück? Ja, sie schließt zumindest mal eine wichtige Perspektive, die wäre wichtig gewesen, dass es eine Koalition links von der CDU geben könnte. Und durch den Ausschluss der Koalition, durch die Absage einer Koalition mit der Linkspartei, ist diese Option nicht mehr da. Ja, wenn Sie sich alleine mal vergegenwärtigen, welch ein Wahnsinn es ist, dass die SPD mit dieser FDP, wie sie jetzt da ist, koalieren will und die Koalition mit der Linkspartei ausschließt, also mit Herrn Rösler, mit Herrn Westerwelle, mit diesen inhaltslosen, ich wollte Typen sagen, ich sag mal Politikern, mit diesen inhaltslosen Leuten, die eindeutig von Lobby gesteuert sind, mit denen will man koalieren, und die andere Option lässt man aus. Und deshalb ist die Perspektive für 2013 und auch für später schlecht fürs Volk. Also wenn wir eine Demokratie sein wollten, dann müsste es politische Alternativen geben. Eine Allparteienkoalition oder eine Pseudo-Koalition aus CDU, CSU, FDP, SPD und Grünen ist keine politische Alternative. Das ist mit Herrn Steinbrück als Kandidat festgezimmert worden.